So, wir stehen hier in der Pause von unserem Eventformat The Backend Talks und ich habe Miriam hier bei mir in meiner kleinen Interviewbühne. Hallo Miriam. Hallo, danke für die Einladung. Du hast ja deinen Talk noch vor dir. Bist du nervös? Ein bisschen, ja, durchaus. Ein bisschen Nervosität gehört, glaube ich, dazu. Aber du hast schon mehrere Talks gehalten und du schätzt die Nervosität davor? Ja, wie gesagt, es gibt eine gesunde Nervosität, es gibt aber auch eine Nervosität, die ist dann wahrscheinlich eher kontraproduktiv, aber es ist alles im Rahmen, also alles gut. Also, wie ich halb so alt war, wie ich jetzt bin, war ich unglaublich nervös. Ich hätte hier nicht stehen können. Ist das bei dir immer schon so gewesen, dass du eigentlich relativ cool da jetzt stehst und sagst, okay, eine gewisse Nervosität ist eh in Ordnung? Puh, möglicherweise. Also ich bin viel in der Kulturvermittlung tätig einfach, durch Achenau einerseits, die Firma, die ich gegründet habe, andererseits am Naturhistorischen Museum, wo ich in der Museumspädagogik, in der Wissensvermittlung tätig bin. Also man ist es eigentlich schon fast gewöhnt, irgendwie vor Publikum zu stehen, egal wie groß, manchmal Kinder, manchmal Erwachsene, also es geht, es ist im Rahmen. Archäologie, ist das ein Hobby von dir? Nein, mittlerweile vielleicht ja, aber ursprünglich ist es eigentlich eine Leidenschaft gewesen, die ich umgesetzt habe in meinem Studium, also eigentlich ein Kindheitstraum, den ich verwirklichen konnte. Was genau an Archäologie findest du so spannend? Es ist einfach das Geheimnisvolle, das Entdecken von neuen Sachen, man kann, alten Sachen, die für uns wiederum neu sind, ja genau. Also es hat eine irrsinnige Faszination auf mich, diese alten Sachen zu beschreiben, sie mir anzuschauen, etwas Neues herauszufinden darüber, was man vielleicht noch nicht weiß, was Neues herauszufinden, wissenschaftlich zu arbeiten, es hat schon etwas für sich. Wenn ich verfolge, und ich habe unlängst einen Artikel gelesen über einen Fund eines Oberkiefer oder Unterkiefer, keine Ahnung, weiß ich nicht, worauf der Forscher, der das untersucht hat, gesagt hat, der Homo sapiens, der war schon viel früher in Europa, als man bisher gedacht hat. Und dann gleichzeitig lese ich also eine Twitter-Meldung von der Oprah Winfrey, dass die Homo sapiens noch lange nicht gibt oder so lange nicht gibt. Also da gibt es zwei verschiedene Aussagen, die ich in einer Woche gehört habe. Dauert es immer sehr lange, bis sich neues Wissen in das Allgemeinwissen verlagert? Ja, würde ich sagen. Es dauert schon sehr lange. Ich meine, es gibt immer wieder Meldungen, wenn was Neues rauskommt, dass es sehr schnell gehen kann. Aber bis man wirklich die Dinge untersucht hat, es gibt immer wieder neue Methoden, neue Analysen. Also es gibt immer sehr viel Fortschritt, was die Wissenschaft betrifft und auch die Technik, wo man wiederum alte Funde auch wieder neu aufarbeiten kann. Und es gibt immer viele Interpretationsmöglichkeiten. Also man darf nicht vergessen, wir wissen eigentlich nicht viel oft. Also wir wissen eigentlich, dass wir nichts wissen, so kann man das eigentlich sagen. Also es ist immer schwierig, wirklich Tatsachen zu beschreiben. Also es gibt natürlich gewisse Tatsachen, aber oft sind es eben viele Theorien, die man bestätigen kann oder die man widerlegen kann. Genau. Würdest du gerne erleben, wie man vor 300.000 Jahren gelebt hat auf der Erde? Würdest du es gerne mal sehen, wie es wirklich war? Oder ist das eh nicht so wichtig für eine Archäologin? Also ich würde das irrsinnig gerne sehen, glaube ich. Also ich glaube, jeder Archäologe würde wahrscheinlich gerne mal eine kleine Zeitreise machen. Also ich würde jede Zeit irrsinnig gerne mal mir anschauen, live erleben. Also gerade die vor 300.000 Jahren oder muss nicht mal so weit hin sein, wo die ganze Entwicklung des Menschen stattgefunden hat, wo man sich Fragen beantworten kann, wie warum war das so, warum hat sich der Mensch so entwickelt, wie war das wirklich. Also wir haben immer nur Hinweise und kleine Funde, anhand denen wir interpretieren können, oder Befunde, an denen wir interpretieren können. Ja, es ist ein großes Puzzle, was man aufbaut langsam. Also ich glaube auch, dass es wirklich spannend wäre, Zeitreisen durch. Also ich würde ja lieber gerne in die Zukunft reisen und sehen, wie schaut es dort aus, die Vergangenheit, die ist ja eh schon erledigt und hat uns beide daher gebracht, dass wir jetzt hier stehen können. Also war eher gute Vergangenheit insofern, ne? Aber mich würde die Zukunft interessieren, aber ich glaube, Zeitreisen, das wird es wahrscheinlich nicht so bald geben, oder? Wahrscheinlich nicht allzu bald, schön wäre es. Aber ich finde ja, man muss immer auch in die Vergangenheit schauen, um in die Zukunft blicken zu können. Also ganz wichtig, auch den Blick mal in die Vergangenheit zu lenken, um vielleicht die Zukunft zu predikten oder
sich ein Bild zu machen, wie könnte es mal aussehen, wie ist die Entwicklung. Also man kann sehr, sehr viel lernen aus der Vergangenheit und deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig, auch gerade was die Zukunftsforschung betrifft. Okay, danke schön. Also ich bin unglaublich gespannt schon auf deinen Vortrag. Und hoffe, dass die Nervosität jetzt nicht doch noch steigt, sondern in einem erträglichen Maß bleibt. Und wir sehen uns dann später wieder hier auf der Bühne. Danke für das Interview.